So, meine Lieben, jetzt sind wir in Midyat Altstadt und ich nehme euch mal mit bei Nacht. Ist das natürlich hier noch schöner in diesem Restaurant. Ist jetzt gerade nicht viel los hier. Da gibt es ganz viel Live-Musik und alles leuchtet in schönen Farben. Leider ist gerade nicht viel los. Dann gehen wir einfach weiter. Nehmen wir euch einfach mal mit. Look at this beautiful place. Sollen wir dir auch so was Schönes um den Kopf wickeln? Das ist hier die Gasse, die zu Herr Jaikonaim geht. In diesen folgenden 3-4 Gebäuden wurden die ganzen türkischen Serien gedreht. Jetzt gehen wir hoch. Gehen wir zum Konak Ali. Ist das toll? Das ist so ein ganz bestimmtes Gestein, was nur hier in der Gegend entsteht und produziert wird. Das geht jetzt einige Stockwerke hoch. Und dann hast du einen wunderbaren Blick auf ganz Midyat. Das ist so die zweite Stufe, die zweite Etage. Die Sonne kommt raus. Hier geht es jetzt auch nochmal mindestens zwei Stufen, zwei Etagen hoch. Das ist der Blick Richtung Bajini. Und hier hinten geht es dann Richtung Karnasi, Harabia und Co. Jetzt gehen wir noch weiter hoch. Thank you.
Jetzt rechts vor links Verkehr. Überall schöne Räume. Und weiter geht's. Nächste Etage. Und jetzt geht auch die Sonne auf. Und jetzt haben wir ein wunderschönes Bild. This is Midyat City. Und weiter geht's. Oh, ich kann das nicht. Doch, komm mit. Nein. Noch ein paar Stufen. Und die letzten Stufen auf die höchste Ebene. So, meine Lieben. Now we are on the top. On the top. So, hier hat man einen wunderbaren Blick auf Midyat. Wie man sehen kann, wächst die Stadt stetig. Überall entstehen neue Bauten. Ist, glaube ich, eines der meistbesuchten Orte in der Region, weil man hier sehr viel Kultur bewundern kann. Hier leben die drei Religionen friedlich miteinander, Moslems, Christen, Jesiden. Deswegen ist auch das Stadtsymbol mit dem Symbol aller drei Religionen verziert. So, machen wir noch mal einen kurzen Durchgang. Vielleicht noch mal an die andere Seite zu den Kirchen und den Klöstern. Hier auf dem Dach kann man natürlich auch Speisen und Getränke zu sich nehmen. Und das eigentlich zu jeder Jahreszeit. Wir haben jetzt November 24, es ist noch relativ warm. Heute hat es ein bisschen geregnet. Sonst hat man eigentlich hier so 10 Monate Sonne. Um mit dir herum, wie gesagt, sehr viele jesidische Dörfer, sehr viele christlich-orthodoxe Dörfer. Die Stadt Midyat an sich war auch früher zu
fast zu 100% komplett christlich-orthodox. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert. Ja, und diesen wunderschönen Bild auf Midyat und das Leben in Midyat wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, egal wo ihr seid, bleibt anständig.